Ja, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier bei Fanshots auf dem Kanal. Ich bin euer Wolf Domme, hinter der Kamera unser Robin. Begrüßen wir euch endlich zur Motor World in Böblingen. Wir gehen erstmal in den Straßenrand wieder, oder? Wir haben hier ein ganzes Ausmaß an wundervollen Autos. Manche Standard, manche Oldtimer, auch schon manche Trabis sind hier vorbei. Da haben wir jetzt gleich einen schönen Honda, beziehungsweise ersten Subaru. Schaut euch mal an hier, was hier da steht. Unser lieber Robin, hier unten, schöner Film. Gönnt ihn euch. Gönnt euch die beiden hier. Und natürlich darf die schöne Hellcat nicht fehlen mit einem schönen Soundcheck. Richtig geil. Man kann es einfach nur genießen. Ein cooles Auto nach dem anderen. Manche Serie. Oh, what? Oh. Alter, schau selber. Ich muss kurz umdrehen. Ihr habt gerade gesehen, was wir gerade Schönes in der Reihe stehen hatten. Ein paar schöne McLarens waren hier auch am Start. Schöner Ferrari, schöne Corvette. Alles irgendwie am Start. Also, es ist einfach genial. Also, was haben wir jetzt hier noch alles? Wir haben im Moment hier am Straßenrand, wo die ganzen Autos in den Entrance fahren sozusagen, haben wir einen Shitbox-Car-Counter. Das heißt, jedes Auto, was einfach halt nicht gut aussieht, that come back, wird einmal durchgestrichen. Leute schreien hier regelmäßig, ja, die Leute sollten mal Soundcheck machen hier. Und ich muss sagen, manche Autos klingen echt fett, wirklich fett. Kann man sich sehen lassen. So, der ganze Entrance ist jetzt soweit schon vorbei. Sind jetzt einige vorgefahren, ich glaube anderthalb Stunden jetzt insgesamt. Ich sollte vielleicht nicht ganz auf der rechten Spur laufen. Ja, falls es kommt, man weiß ja nie. Nur mal das Wetter, da warten wir noch ab, denn die Hinfahrt, die war alles andere als spektakulär. Von Regen, Schnee, Sonnenschein, alles dabei. Aber ja, gucken wir mal weiter. Nee, da fällt noch gar nicht rein, Alter. Ich bin fassungslos. So, wir haben jetzt mal so einen kleinen Überblick gemacht und wir haben einen schönen Überblick gemacht und auf einmal die ganze Masse rennt weg. Jetzt schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Alle rennen sie hin. Kommt ein Lambo. Nein, ich kriege ihn nicht drauf. Nein, kriege ich nicht. Das war's. Verdammt, wir hätten doch rennen müssen. Wir haben jetzt einen Teil hier mit. Gehen wir gerade mal ein Stück mit. Liebe Robin ist schon fleißig am Film. Wir haben einen schönen, schönen BMW tatsächlich stehen. Mal schön durchmuggeln. Ja.
Da bleibt sogar dir die Spucke weg, hä? Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit von diesem Ganzen. Dieses Treffen war sehr interessant. Ich nenne es jetzt einfach mal Treffen, weil im Endeffekt beschreibt es ehrlich gesagt ganz gut. Von den 100%, die da waren, waren so 50% eher typisch natürlich Golf, günstig im Tune, gibt viele Teile natürlich, aber auch viele neuere AMGs, was ja, ja, was soll man sagen, das sind halt richtige Poser-Autos, die machen viel Krach, sehen trotzdem ordentlich aus, aber dadurch, dass gefühlt jeder Fünfte damit angefahren kam, war das nicht ganz so besonders. Zum Weiteren haben wir so 10% waren gute Serie-Autos einfach nur, wo Leute sich hingestellt haben, mit den Leuten gechillt haben, richtig so. 5% waren mehr so Oldtimer unterwegs gewesen, manche teilweise richtig schön clean gemacht. Ja, und der ganze Rest, da war von einem einzigen Tuning-Teil, wie zum Beispiel neuen Sportauspuff, bis hin zu ein ganzes Makeover an Bodykit etc. Alles weitere, also alles dabei irgendwie, ist, ich muss sagen, ich war sehr zufrieden. Es hat mich sehr, sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht.